Hallo und willkommen zurück zu Secret of Mana. Nach dem letzten Chaos-Part müssen wir jetzt wieder zur Nebelvulkan, zum Nebelvulkan reisen. Ja, ich wollte eine Walnuss nehmen und bin auf die Lufti-Trommel gekommen, die direkt nebeneinander sind. Ja. Leider kommt da auch keine Abfrage, was natürlich ziemlich blöd ist. Ja, gut ist, den einen Boss haben wir geschafft. Wir werden mal gucken, dass noch ein paar Gegner vielleicht so vorbeikommen. Den hier machen wir allerdings immer, den Igel, weil der droppt nämlich einen Armband, was wir gut gebrauchen können für eines der Mädels, weil eine der Mädels hat nämlich noch keins. Ich glaube, der müsste auch eins droppen. Okay. Hier wissen wir ja jetzt links rum. Sehr schön. Hier einfach durch. Hier sind nämlich zwei von diesen ätzenden Pilzen. Den Fuß am besten immer per Zauber erledigen, weil die machen echt böse Schaden, wie ihr schon gemerkt habt. Autsch. Hier tut eigentlich alles böse weh, wenn man es so sieht. Mann! Ah, oh, doof. Das, ich krieg heute auch echt nur aufs Maul. Das ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Also wenn die jetzt jede Session so läuft, dann habt ihr noch sehr lange gewartet vor dem Let's Play. Gefällt mir nicht so, dass ich so nah dran bin. Oh. Mann, die sind aber auch schnell zu Fuß, die Sporenköppe. Kiste? Nee. Nix Kiste. Ich kann mich schon wieder heilen. Das ist gut, dass er gerade macht. Die Gelegenheit nutzen wir nämlich direkt. Und ballern den durch die Weltkarte hier. Okay. Autsch. Sehr schön. Gut, hier an der Stelle war der Boss. Mach jetzt einfach Zauber auf alle, weil so oder so ist das Mädel voll. Gut. Jetzt wären wir mal wieder auf dem Stand wie beim letzten Mal. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht die Luftriegeltrommel erwische, wenn ich dann mal was mache. Autsch. Ja, die Heilung auf alle bringt jetzt sogar mal was. Ich gehe mal nach oben, rechts war ja nichts.
weiß es nicht, ob da oben irgendwas Spezielles ist. Okay, linksrum geht es auf jeden Fall weiter. Besiegt den Drachen links vom Wald, um das Tor zu passieren. Den Spielstand speichern. Ah, komm. Wir machen aber einen extra Spielstand dafür. Ah, Wegfindung. Komm hier, Dumbum. Autsch. Menü. Daneben. So lange aber sicher müsste ich eigentlich auch mal wieder mit dem Zauberer hochkommen. Ein Zauber, da ich schon mit der Waffe hochkomme, vom Level her. Eine frühe Version von Bahamut. Ein Schneedrache. Au. Ah, perfekt. Vesuvio. Der sollte am meisten reinhauen. Au. Halte ich mal selber, Mädel. Schön, dass man die Zauber relativ gut stacken kann. Und da ist er schon hinüber. Ja, das lief gar nicht so schlecht. Ein Problem weniger. Und weiter geht's. Wir bekamen ein Bogenorb. Ja, gut. Den Bogen bin ich eh gerade am Leveln. Das passt dann ganz gut. Kann ich dann direkt weiter leveln. Aber wir gehen jetzt natürlich nicht extra nochmal raus. Wie gesagt, Genos, die werden wir machen. Alleine schon für mehr Verteidigung. Droppt natürlich nichts. Okay. Läuft nicht ganz so fähig wie der letzte Part. Hallo Freunde, den Spielstand speichern. Yep, das werden wir tatsächlich mal machen. Der Nebelvulkan hat viele Speichermöglichkeiten zum Glück.
Muss aber auch sagen, dass der Dungeon ziemlich heftig ist. Autsch. Wenn die Gegner alle um die 200 Schaden machen, das ist schon böse. Rechts ist auf jeden Fall wieder eine Höhle. Alter Falter, wo kommen die Pilze denn angewetzt? Ist ja mal übel. Okay, wir haben einmal den Weg hier hoch und einmal rechts die Höhle. Die Frage ist, was ist das optional? Wir gucken erstmal in die Höhle rein. Geht's dann noch mal weiter runter? Das sieht hier nicht so optional aus gerade. So kann man natürlich auch ein bisschen Schaden verhindern. Okay, Mädel, du kümmerst dich um den Krähenfuß. Und der beseitigt ist es das größte Problem erstmal weg. Was war drin? Schokolade. Ich bin mir nicht sicher. Autsch. Na super. Alter Schwalter. Hat die mal eben einen Hit gekriegt mit 800 Schaden? Eieieiei. Ah, okay. Genos sind sehr anfällig für Blitz. Das ist schon mal gut zu wissen. Na, Bogen auf Level 6. Mal, wo wir hier landen. Autsch.
Und das war jetzt ein Level Up für unsere Julia. Die ist jetzt Level 70. Sehr schön. Ja, das sieht mir wieder einfach nur nach Sackgasse aus. Ja gut, ich bin auch Level 70 geworden. Ein verdammt gefährliches Gebiet. Mal MP aussaugen. Ah, wir haben schon maximal MP mit ihr. Sehr schön. Ach! Dumme! Truhe! Den Geist machen wir mal eben so platt. Das müsste ein Pfeil für unsere magisch Begabte sein. Okay, sehr schön. Ah, das ist auch, glaube ich, der größte Dungeon hier. Also der hat auch einige Ebenen. Mal sehen, was kriegen wir hier Schönes? Honig. In der nächsten Kiste benutzen wir mal Honig. Elektra. Oder ein bisschen was daneben überbleibt, machen wir jetzt nicht noch einen Zauber. Das lohnt sich einfach nicht. Okay. Ja, da auf jeden Fall ein Zauber drauf. Unsere Heilerin kriegt heute aber echt ganz schön viel Schaden ab, muss ich sagen. Eieieiei. Ah, guck mal da. Ein neuer Boss. Ein Sonnenküken. Froster. Autsch. Am besten über Dauerzauber. Das ist das Beste, was man machen kann bei den Bossen. Boss hinüber. Und wieder ein Teil geschafft.
Und wir haben bekommen ein Speerorb, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir machen auch hier an der Stelle mal einen kleinen Cut dann. Und machen dann beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder Let's Play Seed of Mana. Bis dann.